zur trigonometrischen Schreibweise der Steigung einer Geraden. Auch hier beginnen wir mit einer Einleitungsaufgabe. Sei angegeben diese Gerade d anhand ihrer kartesischen Gleichung. Die Aufgabe lautet: Bestimme die kartesische Gleichung der Winkelhalbierenden des Winkels gebildet durch diese Gerade d und die x-Achse. Hier ist es bestimmt angebracht, unsere Erkenntnisse über die kartesische Gleichung einer Geraden in der Ebene zu wiederholen. Tun wir das. Wenn die Gerade angegeben wird anhand der Koordinaten von zwei ihrer Punkte, so suchen wir die notwendige und hinreichende Bedingung, dass ein Punkt P mit Koordinate xy zu dieser Geraden gehört. Und diese Bedingung, das ist die kartesische Gleichung der Geraden. Wir hatten festgestellt, dass man hier zwei Fälle unterscheiden muss. Entweder die zwei angegebenen Abszissen A1 und B1 sind gleich oder sie sind verschieden. In dem Fall, wo die zwei Abszissen A1 und B1 gleich sind, bedeutet das automatisch, dass die Gerade vertikal sein muss. Und in diesem Falle ist das die kartesische Gleichung der Geraden AB. Denn wenn ein Punkt als Abszisse A1 hat, dann muss er sich auf dieser Geraden befinden. Und wenn ein Punkt sich auf der Geraden befindet, dann muss seine Abszisse A1 sein. Das ist also die kartesische Gleichung in dem Fall, wo die Abszissen der zwei angegebenen Punkte gleich sind. Wenn die Abszissen verschieden sind, dann sieht die Gleichung anders aus. Dann ist das die kartesische Gleichung y-a2 gleich die Differenz der Ordinaten geteilt durch die Differenz der Abszissen mal x-a1. Das ist also die allgemeine kartesische Gleichung der Geraden AB. Diesen Bruch, Differenz der Ordinaten geteilt durch Differenz der Abszissen, den haben wir Steigungsfaktor der Geraden genannt oder auch Richtungsfaktor der Geraden. Die Differenz der Ordinaten ist hier in der Zeichnung als diese Magentazahl zu erkennen, denn diese Magentazahl befindet sich auch hier. Und die Zahl von da bis da, das ist effektiv die Zahl b2 minus die Zahl a2. Genau dasselbe für die Differenz der Abszissen. Die Differenz der Abszissen ist diese blaue Zahl, denn diese blaue Zahl befindet sich auch hier. Und diese Zahl ist auch die Zahl b1 minus die Zahl a1. Die Differenz der Ordinaten ist also diese Magentazahl, nennen wir sie V wie vertikal, weil sie ja vertikal abgelesen wird. Und diese Differenz der Abszissen, das ist diese blaue Zahl, nennen wir sie H, weil sie horizontal abgelesen wird. Und wir erinnern uns, wir hatten gesagt, der Steigungsfaktor der Geraden ist gleich zu dieser vertikalen Zahl geteilt durch diese horizontale Zahl, V geteilt durch H. Und nicht andersrum, nicht H geteilt durch V. Wir hatten ja auch den kleinen Trick, um die Reihenfolge zu behalten, der Vogel fliegt übers Haus, nicht andersrum. Wenn man jetzt in diesem rechtwinkligen Dreieck hier schaut, sehen wir diese Kathete V geteilt durch diese Kathete H. Durch die Trigonometrie wissen wir, V geteilt durch H ist nichts anderes als der Tangens von diesem Winkel. Wir schreiben es hin, V geteilt durch H, das ist der Tangens von diesem Winkel Alpha. Und dieser Winkel Alpha entspricht genau dem Winkel, den die Gerade AB mit der x-Achse bildet. Anders ausgedrückt, der Steigungsfaktor einer Geraden ist nichts anders als der Tangens des Winkels, den diese Gerade mit der x-Achse bildet. Das ist eine neue Erkenntnis, die wir hier festhalten. Nochmal, der Steigungsfaktor einer Geraden entspricht genau dem Tangens des Winkels, den diese Gerade mit der x-Achse bildet.
Bei der Studie dieser Geraden in der Ebene hatten wir auch festgestellt, dass die kartesische Gleichung einer Geraden sich immer in diese Form schreiben lässt, ax plus by plus c gleich 0. Und wir haben auch bewiesen, dass der Steigungsfaktor dieser Geraden d abzulesen ist als die Zahl minus a geteilt durch b. Auch hatten wir bestimmt, dass eine Gerade, die durch ihren Steigungsfaktor r und durch einen Punkt a angegeben wird, diese kartesische Gleichung hat. Die brauchen wir aber so nicht auswendig zu lernen, denn das ist eine direkte Konsequenz von dieser kartesischen Gleichung, denn dieser Bruch b2 minus a2 auf b1 minus a1, das ist ja der Steigungsfaktor der Geraden. Also können wir diesen Bruch einfach durch die Zahl r ersetzen und so erhalten wir auch sofort diese kartesische Gleichung. Vertiefen wir noch etwas unsere Kenntnisse über den Steigungsfaktor einer Geraden. Die Definition des Steigungsfaktors hat als direkte Konsequenz, dass zwei Geraden parallel zueinander sind, dann und genau dann, wenn sie denselben Steigungsfaktor haben. Das ist evident durch die Definition des Steigungsfaktors. Es gibt aber eine weitere Erkenntnis, und zwar, zwei Geraden sind senkrecht zueinander, dann und genau dann, wenn der Steigungsfaktor von der einen der entgegengesetzte Kehrwert vom Steigungsfaktor der anderen ist. Eine ganz neue Erkenntnis, und wir werden diese beweisen anhand dieser neuen Erkenntnis, anhand der Erkenntnis, dass der Steigungsfaktor einer Geraden nichts anderes ist als der Tangens des Winkels, den diese Gerade mit der x-Achse bildet. Also beweisen wir jetzt diese Eigenschaft. Dazu zeichnen wir zwei Geraden d und d', die senkrecht zueinander sind. Der Steigungsfaktor dieser Geraden d, das ist der Tangens von diesem Winkel Alpha. Der Steigungsfaktor von dieser Geraden d', das ist der Tangens von diesem Winkel Alpha'. Um diese Eigenschaft zu beweisen, ziehen wir zuerst die Gerade, die diesen Schnittpunkt von d' mit der x-Achse enthält und parallel zu d ist. Wir konstruieren also zuerst diese Gerade. Die Gerade d' ist also senkrecht zur Geraden d, dann und genau dann, wenn dieser Winkel Alpha' gleich ist zu diesem Winkel Alpha plus diese 90 Grad. Also d' ist senkrecht zu d, dann und genau dann, wenn Alpha' dasselbe ist wie Alpha plus 90 Grad. Und diese Gleichheit ist richtig, dann und genau dann, wenn der Tangens von Alpha' dasselbe ist wie der Tangens von Alpha plus 90 Grad. So. Und jetzt schauen wir im trigonometrischen Kreis die Formel zu diesem zugeordneten Winkel Alpha plus 90 Grad. Der Tangens von Alpha plus 90 Grad, das muss dasselbe sein wie minus der Kotangens von Alpha. Das sieht man sofort im trigonometrischen Kreis. Wir sehen im trigonometrischen Kreis, effektiv, wenn das der Winkel Alpha ist, dann ist diese blaue positive Zahl der Kotangens von Alpha und dieser braune Winkel, das ist Alpha plus 90 Grad. Der Tangens von Alpha plus 90 Grad, das ist diese lila Zahl. Diese beiden Zahlen sind gleich, nur eben entgegengesetzt. Und deshalb ist der Tangens von Alpha plus 90 Grad genau dasselbe wie minus Kotangens von Alpha. Der Kotangens von Alpha ist aber durch seine Definition genau der Kehrwert vom Tangens von Alpha. Und hier erkennen wir den Steigungsfaktor der Geraden d' und hier erkennen wir den Steigungsfaktor der Geraden d. Und somit haben wir bewiesen, dass der Steigungsfaktor von d' genau gleich ist zu minus 1 geteilt durch den Steigungsfaktor von d, was zu beweisen war. Und jetzt können wir letztendlich auf unsere Einleitungsaufgabe zurückkommen. Angegeben war diese Gerade. Der Steigungsfaktor dieser Geraden ist durch diese Formel,
minus Wurzel 3 geteilt durch minus 1. Der Steigungsfaktor der Geraden d ist also Wurzel 3. Wurzel 3 ist genau der Tangens von 60 Grad. Also bildet diese Gerade d mit der x-Achse einen Winkel von 60 Grad. Gefragt wird die kartesische Gleichung der Winkelhalbierenden dieses Winkels hier. Das ist dann die Gerade, die diesen Schnittpunkt von d mit der x-Achse enthält und deren Steigungswinkel 30 Grad beträgt. Der Steigungsfaktor dieser Geraden ist also der Tangens von 30 Grad und diese Gerade enthält auch den Punkt S. So können wir also durch diese Gleichung hier leicht die kartesische Gleichung dieser Winkelhalbierenden bestimmen. Und der Auftrag ist erledigt.